Ja, Fasnetzgeflüster Teil 6. Und ich würde sagen, bevor wir gleich mal starten, machen wir mal wieder geschwind ein kleines Schimpf auf. Naturtrübs Radler haben wir hier. Und unser Sponsor die Saison über, ich sage mal, ein Wohlbekomm's. Zum Wohl, Schimpfbrauerei, die Familienbrauerei. Sie sponsern hier unsere Reihe von dem Fasnetzgeflüster. Und ja, jetzt lassen wir es mal wieder Fasching werden, würde ich sagen. Hier haben wir die Konfettis, hier haben wir die Luftschlangen. Und heute mehr oder weniger als Einzelkämpfer in Biesingen zu Hause, die Biesinger Butzen. Und da sage ich Hallo und herzlich willkommen, der Michael. Grüße dich. Servus. Hallo Frank. Ja, wie gesagt, ich habe schon was zum Trinken. Ich sage mal aufs Wohl. Zum Wohl, gut. Du hast eine Attrappe. Du hast. Das ist eine Fälschung. Bier vom Schimpf macht. Zum Wohl. Also, zum Wohl. Ja, Biesinger Butzer, wir haben angefangen mit dem Auftakt von eurem Oberputz sozusagen vom Rode. Der steht auf der Kanone. Und das ist auch gleichzeitig der Schlachtruf, oder? Genau, das ist unser Schlachtruf. Dreimal Biesinger Butzer und danach dreimal Sie leben hoch. Okay, sehr gut. Ja, Biesinger Butzer, was hat es da damit auf sich? Ich meine, euch gibt es jetzt, wie man schön hinterlesen kann, seit 1957. Was kann man zur Geschichte, zur Entstehung da mal ein bisschen übermitteln? Also die Butzen sind ja gegründet die gab es wegen der Pest. Und die Pest war in Biesingen so 1610, 1611 ganz schlimm in Biesingen. Okay. Und da waren dann die Butzen zugange und haben die Kranken und auch die Toten aus dem Ort rausgetragen, um sie dort zu vergraben, damit sich die Pest, auch der schwarze Tod genannt, eben nicht weiter im Ort ausbreitet. Mhm. Ja, so. Und deswegen sind die jetzt auch so schön schwarz gekleidet, gell? Genau. Also, wenn ich sie gleich vorstellen soll, der schwarze Putz hat eben die Maske mit der roten Zunge, die ganz wichtig ist, die rote Zunge. Weil die Pestkranken, hat man gesagt, da hat sich die Zunge dunkel bis schwarz verfärbt. Und die rote Zunge hat somit signalisiert, der Träger von dem Häs ist gesund und hat sich nicht mit der Pest angesteckt. Weil ja die Gesunden eigentlich die Leute meiden wollte, wo mit der Pest in Kontakt kam, haben die Bürger, die die Toten rausgetragen haben, natürlich eben vertreiben müssen. Und deswegen das Oberteil, das weit geschnitten ist, so wie der Rock, um eben zu verborgen, ist da jetzt Männlein oder Weiblein drunter, dass alle gleich aussehen. Genauso unter der Maske ist ein Karton drin. Ich habe hier gerade mal einen, der ist einfach unter der Maske, um mit der Größe ein bisschen zu mogeln. Dass man eben nicht weiß, okay, das kann nur der sein, der hat die Größe, sondern man verbirgt ja somit seine richtige Größe. Dann sieht man an der Maske eben noch die bunten Bände und die Glöckle. Die Bände sind da für die Leute, die jetzt schlecht hören, haben aber dann die Butzen doch auch schon von Weitem gesehen, wenn sie gekommen sind, durch die bunten Bände. Und gegenteilige, dann die Glocken, die wo jetzt wieder nicht gut sehen, die haben die Butzen dann schon gehört, wenn sie gekommen sind. Okay, sehr gut. So, also so viel mal zum Butz. Die schwarzen Schuhe und schwarze Handschuhe waren natürlich auch alle da, um sich eben nicht anzustecken. Die haben aber durch die Bank bei uns alle Figuren dann an. Und eben sich um vor Ansteckung zu schützen. Dann haben wir auf der Gegenseite unseren Kanonier. Da, ja. Ja, genau. Der ist
nachempfunden, also die Uniform ist den Soldaten nachempfunden, die aus dem 30-jährigen Krieg kommen. Es war so, die sind damals heimgekommen vom Krieg, sind nach Biesingen, haben sich gefreut, juhu, wir sind zu Hause, haben eigentlich so ein bisschen mit dem Empfangsfest gerechnet. Das gab es aber nicht. Dann denken sie, was ist denn los? Hier stimmt doch was nicht. Und haben dann die kranken Bürger gesehen und somit dann auch reagiert und den Medikus, der jetzt dann hinter mir steht. Das ist der mit der langen Nase. Genau, das ist der mit der langen Nase. Medikus, heute sagt man Arzt. Ja genau, hast du es gerade schon angesprochen. Die lange Nase, die hat nämlich auch einen guten Grund. Aber klar, von oben kurz angefangen, auch der Hut war da, um sich einfach vor der Witterung zu schützen und dass gegebenenfalls die Haare sich beim Vorbeugen nicht auf die Kranken oder auf die Toten gehen. Und man sieht da recht gut auch die Nase jetzt auf dem Bild. Die Nase hat den Grund, früher dachte man, dass die Krankheiten sich über die Luft und den Gestank ausbreiten und vermehrt. Und früher hat der Medikus sich in die Nase Kräuter und auch Weihrauch und so reingemacht, weil er sich somit schützen wollte. Er sagt, wenn ich das rieche, kann ich nicht krank werden. So, dann weiter am Medikus. Man sieht im Hintergrund seinen Stock, den er noch in der Hand hat. Ja. Der hat dazu gedient, dass er die Leute auf Abstand halten konnte. Weil jeder wollte Hilfe vom Medikus. Und wenn die ihm alle zu nahe kamen, hat er den Stock genommen, dass er die Leute ein bisschen von sich weggedrückt hat, ohne dass er sie selber berühren musste. Und ja, nebendran sieht man noch das ein kleines, rundes Trinkfläschle. Da ist dann die Medizin drin. Wer uns schon mal beim Umzug gesehen hat und wer in den Genuss kam, vom Medikus untersucht zu werden, der weiß, dass die Medizin recht gut ist, was er da drin hat. Okay. Und oft wirkt. Entsprechend dann, genau. Ja, und genau. Wenn man es jetzt dann wieder so betrachtet, hat man eigentlich heute fast schon wieder so eine ähnliche Situation, wo man so einen Medikus gut brauchen könnte, oder? Absolut. Wir haben schon überlegt, ob wir unseren Medikus mal losschicken sollen. Aber ja, er darf nicht. Genau. Auch bei euch natürlich, klar, liegt die Phase nicht sozusagen brach, wie überall im Ländle und Land auf, Land ab. Deswegen haben wir ja hier gesagt, wir stellen die Vereine hier im Land in der Region vor und eben, wie gesagt, heute seid ihr mit im Boot und das ist eigentlich ganz gut. Ja, Biesingen 1957 habt ihr es gegründet quasi und dann war ja 2017 auch wieder schon wieder Jubiläum damals und jetzt drei, vier Jahre später. Was stehen für Highlights an oder was macht ihr für ja, Veranstaltungen, wenn es Corona nicht gäbe? Okay, also vorweg, hast du es gerade erwähnt, das 2017, das war unser 60-jähriges Jubiläum, wo wir das Ringtreffen ausgerichtet haben, ausrichten durften, vom Nahe Freundschaftsring zur Nordalp. Und das war 3 Tage Vollgasfasnet. So. Jetzt momentan, wie du es auch schon richtig gesagt hast, liegt alles ein bisschen ja, flach. Wir dürfen ja nicht wirklich was machen. Es beläuft sich gerade ziemlich alles auf die Medien, auf Facebook mit irgendwelchen Challenges, die gerade rumgehen, mit Bilder posten oder einfach um zu zeigen, ja, wir sind da und dann auch andere Zünfte und da machen ziemlich viel mit. Also da merkt man doch, jeder findet schade, jeder ist traurig, dass es nicht stattfindet und deswegen macht man dann halt jetzt mehr oder weniger gerade die Online-Sachen. Ja, klar. Eine Figur, ich sehe es gerade nochmal schon hier auf dem Plakat hinten oder auf dem Banner. Es gibt ja noch den roten Putz. Was hat es denn mit dem auf sich dann? Genau, der rote Putz, das ist
quasi der Chef, der Oberbutz. Und vom Hals her gleich wie der Schwarze, nur dass er rot ist. Also mit den Glocken, mit der Zunge, alles gleich. Nur er ist rot, dass er sich eben von der Masse abhebt. Und dass jeder weiß, okay, hier, das ist der Chef. Das ist der Chef. Und das bist du dann in dem Fall, oder? Das bin momentan ich, ja. Ist okay. Also, du bist, kann man sagen, der Vorstand, Zunftmeister, oder wie ist die genaue Bezeichnung? Bitte, ich habe dich jetzt gerade nicht richtig verstanden. Ich sagte, du bist dann sozusagen der Vorstand und der Zunftmeister, oder wie ist die genaue Bezeichnung? Genau, ich bin der Oberbutz, der erste Vorstand. Ja, okay. Ja, und wenn wir jetzt gerade so ein paar Bilder, die du mal zukommen lassen, hast du mal anschauen. Da gab es zum Beispiel, jetzt muss ich schön gucken, ihr seid ja auch viel dann bei Umzügen und so weiter dabei, oder? Ja, das war jetzt zum Beispiel ein Umzug in Biesingen. Das war einer unserer Kirchspielumzüge. Lohnt sich auf jeden Fall immer anzuschauen. Das ist vorneweg. Und da sieht man jetzt eben gerade die Stelle, wir haben gepfiffen, der Oberbutz hat gepfiffen, dann gehen alle auf die Knie, schauen quasi in die Menschenmenge, suchen dann, wo die Kranken sind. Und wenn die Kanoniere dann ihren Schuss loslassen, dann rennen die Butzen in die Menschenmengen und nehmen dann die Kranken raus von den Gesunden. Gut. Dann, was haben wir da? Da geht immer so eine Garde dann nach vorne draus mit der Kanone auch, gell? Da habt ihr eine Kanone dabei. Genau, das sind alles unsere Kanoniere. Und also keine Garde, sondern unsere Kanoniere natürlich mit der Kanone, wo immer vorne draus laufen, damit, wenn die den Schuss freigeben, dass es auch hinterste hört, dass sie wissen, jetzt müssen wir die Kranken eben aussortieren. Okay, dann haben wir hier nochmal eine ganze Meute. Wie viel seid ihr denn eigentlich da? Das ist ja ein ganzer Haufen. Also ich schätze jetzt mal, so 30, 40 dürften das gut sein, oder? Also das war auch nach dem Biesinger Umzug. Da wollten wir den Biesinger Lauf und Meiten so mit 120, 130 putzen. Mitglieder an sich sind wir 268. Wobei man sagen muss, 98 davon sind Kinder und Jugendliche unter 18. Unter 18 sogar, Wahnsinn, okay. Jawohl, und das 98 Stück, das hat uns auch deswegen zum, oder das hat uns zum Anlass gegeben, dass wir seit letztem Jahr haben wir jetzt auch die, der Rote Putz, der Kanonier und Medikus als Kinderfigur, die dann auch mitlaufen dürfen. Ja, sehr gut. Mitglied werden kann man natürlich auch bei euch. Was muss man da erfüllen? In erster Linie, man muss Spaß an der Fasnacht haben und man muss sich bei uns melden. Also Mitglied kann jeder werden, einfach mal E-Mail an uns schreiben, Adresse findet man auf unserer Homepage. Unter 16 muss halt ein Erziehungsberechtigter noch mit in den Verein rein. Und ab 16, dass ich es richtig sage, braucht man halt die Erlaubnis und dann ab 18 sowieso. Allein. Ja, ja. Was so, wir haben dann, wir haben dann, wenn sie mitlaufen dürfen, haben wir ein Jahr so ein Probejahr. Da kann dann das werdende neue Mitglied und wir beide Parteien können dann schauen, passt es oder nicht. Aber wenn es da nichts gibt und alle einig sind, dann gibt es mit der Aufnahme im Normalfall auch kein Problem. Sehr gut. Jetzt habt ihr ja, wenn ich das ja den Putz da nochmal so richtig deute, das ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur eine Stoffmaske. Also das ist jetzt keine aufwendige Holzmaske, wie man so von anderen Fasnetzfiguren kennt, oder? Nein, der Putz an sich ist Stoffmaske. Allerdings beim Medikus, wie du vielleicht siehst, das ist auch eine Holzmaske. Ja, ja. Aber das ist nur eine einmalige, der ist, kommt nur einmal vor, gell? Genau. Der kommt einmal vor. Medikus ist eine Einzelfigur, ja. Ja, ja. Also da kann man jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt auch ein Medikus werden. Das wäre dann nicht möglich. Also es läuft beim Umzug ein Medikus. Ja, ja. Und natürlich haben wir auch ein paar Leute, die sich abwechseln.
weil einer immer wird manchmal eng. Also da haben wir auch welche, die sich abwechseln, aber laufen an sich tut pro Umzug ein Medikus. Alles klar, sehr gut. Wunderbar. Jo, zu also. Der Maske, wenn ich es kurz noch erwähnen darf, die Medikusmaske hat ein Mitglied von uns, er wollte sich mal versuchen, am Maskenschnitzen und hat dann diese Maske gefertigt. Handgeschnitzt in Eigenregie. Mhm, okay. Sehr gut, wunderbar. Jetzt morgen, also sprich dann am Sonntag, da habt ihr ja wieder einen Verein, gegen den ihr sozusagen spielt in unserem Wochenquiz. Also jeder kriegt Fragen. Wir kommen jetzt langsam mal zum Quiz. Das ist morgen in dem Fall Geislingen, die Narrenzunft Geislingen. Auch bei Balingen. Wir sind alle hier da schön im Zollern Albkreis geblieben. Und jetzt mal gucken, wie ihr euch schlagt und ob es vielleicht zum 20-Liter-Fässle-Bier reicht. Also, wie gesagt, sind jetzt nicht nur die Fragen. Wichtig ist auch, dass eure Mitglieder und eure Fans und eure Freunde, wie auch immer, noch kräftig hier dann das Video liked, teilt und natürlich auch anschaut, natürlich auf YouTube und auf Facebook entsprechend. Genau. Bist du bereit? Also, sage ich schon mal vorneweg. Liken, teilen, Vollgas geben, bitte. Ganz genau. Ganz genau. Jo, bist du bereit? Sollen wir mal anfangen mit der ersten Frage? Probieren wir es mal, ja? Gut, jetzt gucke ich mal, ob ich das da auch gleich so hinkriege. Genau. Genau, kommen wir gleich mal zu den. Wenn du das letzte Video gesehen hast, die letzten Videos von der letzten Woche, die Hechinger Zollerhex, die haben ja den Hacho auch dabei, ne? Ist ein Weißner, dessen Maske ein Tuch und. Jetzt kommt's, Punkt, 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 eine Schwanenfeder, eine Gänsefeder oder eine Hühnerfeder ziert. Was hat er da noch an der Maske dran? So, ich habe mir die Videos angeguckt und habe versucht, das meiste zu merken und ich habe gemeint, dass es die Gänsefeder war. Richtig, damit haben wir schon mal die ersten 5 Punkte. So ist es, sehr gut. Kommen wir mal zum nächsten. Da geht's dann auch nochmal um die Zollernhexen. Welche Farbe haben die Socken der Zollernhexen? Rot-weiß, grün-weiß oder blau-weiß gekringelt? Die Zollernhexen haben grün-weiße Socken. Auch das wäre mal richtig. Genau, da haben wir schon mal 15 Punkte. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt gucken, ob ich da die richtige Frage da jetzt dann auch gleich nochmal hinkriege. Muss ich bloß. Das da weg. Geht's um einen Narrenruf. Der Narrenruf der Gesellschaft Möbelwagen 1897 aus Stuttgart. Was schreien die? Hanoi, Hanoi, Hanoi. Aha, aha, aha. Oder C, Ava, Ava, Ava. Ich weiß es nicht, ich muss raten, da würde ich jetzt mal auf A tippen. Auf A, ja, nee, da liegst du jetzt diesmal ausnahmsweise falsch, das wäre B gewesen. Aha, 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 das ist der Narrenruf, genau. Macht nichts, kann alles noch drin sein. Jawohl. So, kommen wir zum nächsten, jetzt geht's nach Markdorf. Jetzt haben wir ein bisschen wieder... Können auch die Zuschauer noch ein bisschen was lernen. Da gibt es auch einen Hänsler, das ist die Traditionsfigur der Markdorfer Fasnacht und wird nur von Männern getragen. Seine Plätzle ist typisch für das Fasnachtlandschaft Bodensee-Linzgau, Schweiz. Aus wie vielen Farben bestehen denn die Plätzle? Also wie viele verschiedene Plätzlesfarben hat er dran? 7, 9 oder 11? Probieren wir es mit C. Mit C, mit 11. Ja. Dann sage ich mal, jawohl. So Gott sieht aus. Dank. Das sind mal 20 Punkte. Dann sind wir bei 35, genau. So, dann kommt die fünfte und somit letzte Frage, die noch 50 Punkte eingibt. Also eine weitere Figur der historischen Narrenzunft Markdorf e.V. ist der Kaujole. Was
war der Legende nach die Vorlage für den Kaujole? Der Förster, der Krämer oder der Schuhmacher? Auch das weiß ich nicht und muss raten. Kaujole, so eine. Ich sag jetzt mal C, der Schuhmacher. Hast du einen Joker noch im Hintergrund? Sagt der auch noch was? Beratet nochmal geschwind. Okay, wir müssen. Bloß nicht googeln. Okay. Google gilt nicht. Nee. Okay, dann A oder B. Dann machen wir A. A. Ja, sag mal A. Ah, wer A sagt, muss auch B sagen. Nein, aber mit A sind wir richtig. Der hat auch da hier, man sieht es an seinem Aufdruck, das sind Blätter und so weiter. Das geht zum Förster hin, genau. Da damit habt ihr nochmal 50 Punkte gesichert. Dann liegt er bei 85, gell, wenn wir das jetzt richtig durchhängt, genau. Ja. Oder? Haben wir das richtig? Moment, 15, 20, genau. Und die 50, also 35 und 50, 85, genau. Ja. Das war doch schon mal gar nicht schlecht. Sehr gut. Das müssen jetzt Geislinger noch toppen. Aber wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht gelangen sollte, es können immer noch auch die Likes auch noch und die Views auch noch ausschlaggebend sein, dann am Ende, wenn es eng wird. Genau. Okay. Jo, soweit habt ihr das Quiz doch schon mal gut bestanden. Genau. Was macht euer Verein so unterm Jahr? Was steht da so an, wenn nicht Fasnet ist und auch wenn keine Corona ist? Also prinzipiell, wir machen traditionell am 30. April stellen wir den Maibaum in Giesingen. Mhm. Haben da dann ein kleines Festle noch. Dann machen wir einen Sommerausflug für die Mitglieder. Machen einen Kinderausflug und ein Kinder- und Jugendzeltlager. Mhm. Ja, also das Zeltlager machen wir mit den anderen Vereinen, Biesinger Vereine zusammen. Ja, ja. So, dann ist nämlich eine super Sache, da kommen von allen Vereinen so die Jugend zusammen und haben da einfach mal zwei schöne Tage. Mhm. Das machen wir, dann haben wir. Letztes Jahr haben wir jetzt angefangen, mal noch auf dem Edeka-Parkplatz bei uns rote Wurst zu verkaufen. Ja, es sind halt immer wieder nette Aktivitäten, die man so noch erleben kann. Dann genau, das ist doch gut. Genau. Da man einfach sieht, dass der Verein, dass es den gibt und dass immer wieder ein bisschen was passiert drumherum. Ganz genau, ist doch schön. Und für die Jugend, denke ich mal, für die macht es natürlich obendrein auch noch Spaß, wenn man da mit denen aktiv ist, ne? Absolut. Also unsere Jugendwirtin wird es mit Sicherheit nicht langweilig, weil wenn wir jetzt 96 haben und die Zahl ist steigend, also wir werden mehr Jugendliche und Kinder und also ihr wird es definitiv nicht langweilig und ist gut ausgelastet. Ja, das glaube ich. Jetzt natürlich auch nochmal geschwind eine Frage dahingehend. Ich meine, natürlich waren jetzt im vergangenen Jahr durch Corona bedingt natürlich so Feste nicht möglich. Das gibt natürlich, denke ich mal, schon auch ein bisschen Einschläge in die Vereinskasse, oder? Das kriegt man schon auch mit, oder? Man kriegt es auf jeden Fall mit, absolut. Ja, deswegen eben so Aktionen wie jetzt rote Wurstverkauf oder irgendwie, dass einfach nochmal Einnahmen reinkommen. Ja, klar, klar. Ja, nee, weil ich denke mal gerade, dass insgesamt die Pandemie, die wird natürlich schon für viele Vereine irgendwann das kulturelle Leben da schon auch ein bisschen ausbremsen. Ja. Hoffen wir mal, dass es nicht mehr allzu lang geht und wir bald wieder normal feiern können. Ja, auch die Biesinger Butzen haben bestimmt einen sogenannten Narrenfahrplan. Am 6. Januar wird es da wahrscheinlich auch mit dem Häs-Abstauben beginnen und dann so einige Highlights bis zum Rosenmontag, bis zum Faschingsdienstag natürlich noch weitergehen. Ich frage einfach mal, was habt ihr denn so für Programmpunkte bis dahin?
Also, wie du gerade schon gesagt hast, am 6.1. starten wir mittags mit unserem Eisabstauben. Und von dort geht es dann auf den Biesinger Marktplatz zu unserem Pestschauspiel. An dem wird eben gerade vorgeführt, wie das damals war. Die Kanoniere kommen nach Hause wieder nach Biesinger. Dann sehen sie die Kranken aus dem Ort raus, rufen Medikus, die Putzen kommen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Und sonst auch gern öfters. Unser Schauspiel. Dann gehen wir noch in die Kindergärten, um unser Häs vorzustellen. Das ist immer ganz interessant. Wir kommen in die Kindergärten. Die Kinder erwarten uns. Ein paar wenige haben am Anfang vielleicht noch ein bisschen Angst, aber das lockert sich dann relativ schnell und nachher wollen sie alle die Masken aufziehen und dann kriegt man schöne Bilder. Viele haben schon Vorbilder gemalt und geben sie uns. Also ist immer ganz schön, auch das Lächeln von den Kindern zu sehen, wenn wir kommen. Mhm. Genauso gehen wir in die Schule, besuchen die erste und zweite Klasse, um uns vorzustellen. Auch hier muss ich immer gar nicht viel von uns erzählen. Ich darf eigentlich nur fragen und kriege die Antworten dann von den Kindern schon. Mhm. Ist auch wirklich schön, dass die Kinder so viel über die Putzen wissen. Natürlich an der Fasnet sind wir auf viele Umzüge, Brauchtumsabende, Ringveranstaltungen. Wie vorher ja mal erwähnt, wir sind nach der Freundschaftsring Zollernalb. Grüße dahin. Und ja, freuen uns jedes Mal mit denen dann zum Feiern. Und zum Abschluss am Fasnetzdienstag, ganz wichtig, ist der traditionelle Kirchspielumzug in Biesinger, wo es sich alle mal lohnt anzuschauen. Mhm. Und dann ist leider schon der Aschermittwoch und die Fasnet ist vorbei und wir hoffen, dass sie bald wieder anfängt. Genau, dann heißt es so schön vor der Fasnet oder nach der Fasnet, nach der Fasnet, vor der Fasnet, genau so, richtig. Das Schauspiel, wann ist das nochmal ganz genau, am 6. Januar oder zwischendrin nochmal? Nein, das ist am 6. Januar. Am 6. Januar dann, genau. Okay, sehr gut. Wunderbar. Und der Umzug findet dann wann immer statt? Mittags oder wann geht der los? Fasnet Dienstag 13.30 Uhr. 13.30 Uhr dann, genau. Steht dann wahrscheinlich auch immer in der Tageszeitung oder entsprechend auf der Internetseite von den einzelnen Vereinen, beziehungsweise auch von euch. Ihr habt ja auch eine eigene Homepage. Wie lautet denn die? Die biesingerputzen.com. Biesingerputzen.com. Sehr gut. Jetzt, wie muss die Zunge nochmal sein, wenn man gesund ist? Wie sieht die aus bei euch? Rot. Rot. Also wenn rot man, muss sie sein. Wenn man rote Zunge rausstreckt sozusagen, dann sind wir gesund. Dann sieht es gut aus, dann passt es, ja. Genau. Hoffentlich noch bei der Corona jetzt dann bald voll, gell? Hoffentlich. Sehr gut. Okay, dann haben wir es doch schon fast geschafft. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer kleinen Fasnetz-Talk, Fasnetz-Geflüster für den Samstag. Und wie gesagt, morgen auch einschalten, da dann die Konkurrenz sozusagen. Aber ich glaube, Konkurrenz gibt es beim Fasnet gar nicht. Da sind wir alle vereint. Aber jetzt, wenn es ums 20-Liter-Fässle geht, dann wollen wir schon zugucken. Ja, natürlich. Und falls die Geislinger besser sein sollten, dann wir kommen gern dann nach Corona und helfen euch mit dem Fässle. Richtig, das haben schon alle irgendwo gesagt, die jetzt da mitgespielt haben. Wir treffen uns alle zusammen und trinken jetzt Bier miteinander, machen eine riesige Sause dann. Ja, da ist jeder froh, dass er sich dann wieder sieht und dann kann man auch mal so Fässle zusammen trinken. Genau, und ich sage mal, das ist halt das Schöne wiederum bei uns. Vielleicht führt man da auch wieder Leute zusammen und Vereine zusammen, wo man sich vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte, dass man da irgendwie nicht feiern kann. Naja, warum denn nicht? Wenn das gelingt, ja, das soll es doch sein dann so. Kann auf jeden Fall sein. Jetzt, was unsere, wie das gerade so gemeint hast, Konkurrenzen angeht, muss ich eher sagen, sind auch unsere Freunde, die Geislinger. Ja, natürlich. Also, mit denen haben wir Kontakt, das ist auch gut und schön so. Aber nichtsdestotrotz zusammensitzen und ich gönne es auch, wenn sie gewinnen. Natürlich würde ich auch gern gewinnen, aber wenn, dann sollen sie es. Genau. Alles klar.
Der Bessere soll gewinnen, genau, und soll auch ein bisschen Spaß machen, das Ganze. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so todernstes, genau. Absolut. Ja, ich sage dir für dich da herzlichen Dank, Michael, dass du mitgemacht hast. Und ich danke dir, dass wir mitmachen durften. Ich finde das eine klasse Sache und das ist einfach nochmal zum Zeigen. Genau. Es gibt die Fasnet, auch wenn wir gar nicht laufen dürfen. Genau. Dann nochmal zum Schluss. Euren Schlachtruf nochmal, na, haben wir es doch schon durch. Biesinger. Butzen. Biesinger. Butzen. Biesinger. Butzen. Sehr gut, prima. Sie leben hoch. Sie leben hoch. Hoch. Sie leben hoch. Jetzt haben wir. Ah, das gehört noch dazu. Okay, alles klar. Jawohl. In diesem Sinne, drücken wir nochmal ein. Zum Wohl. Jawohl. Zum Wohl, danke dir. Ciao.